Hallo, da sind wir wieder bei Golden Sun bei der letzten finalen Aufnahmesession. Hallo Izzy mit dem obligatorisch professionellen Mauszeiger im Bild. Und wir werden uns gleich mal hier ein bisschen umschauen. Ich erinnere mich an die Sandfälle, die wir hier finden können. Was war hier? Eine Kiste, an die wir nicht rankommen. Ah, okay, das war knapp, aber es hätte ja funktionieren können. Moment, ich mach's mir einfacher, ich springe einfach hier unten rüber. Und wir müssen natürlich wieder kämpfen, was das Zeug hält, denn wir sind immer noch nicht vom Level her dafür geschaffen, den Endboss, sage ich jetzt einfach mal, zu besiegen. Und was ist das? Ist er vergiftet? Warum fängt das hier gleich so doof an? Kann mir das mal einer sagen? Was kann mir dich mal heilen, bitte? Wie ist denn dein Status? Wie ist dein Status, sag mal? Egal, ich mach's jetzt erstmal so. Okay, vergiftet, tatsächlich. Dann werde ich ihn gleich entgiften, wenn der Kampf vorbei ist, wenn es dann noch nötig ist. Moment, kannst du Vergiftung heilen? Nein, das kann wahrscheinlich nur mir. Giftheilung. Da hätten wir's. Und ein Level up. Schön, bist jetzt immer noch vergiftet. Ja, dann nehmen wir einmal die Giftheilung. Wo ist es denn hier, das Bonbönchen? Toller Soundeffekt. Okay, und einmal Wunsch. Und das sollte... Naja, okay, dann kriegst du mal von Izzy noch eine Heilung aufgedrückt. Und dann reicht das Ganze auch. Hüpf. Nun denn, hier geht es hoch. Da möchte ich erstmal... Okay, hier gibt es nichts weiter. Da müssen wir wahrscheinlich später lang. Jetzt gibt es erstmal drei gefährliche Viecher, die ich nicht leiden kann. Die wir aber wohl oder übel besiegen müssen und werden. Aus folgendem Grund. Wir müssen leveln. Ich habe es schon mal erwähnt. Wir müssen wirklich leveln. Und zwar dringendst. Ah, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal den und du nimmst mal bitte den da. Das Schöne ist, wenn es drei sind, dann kann man immer noch die stärksten Synergien benutzen. Was natürlich dennoch nicht so ideal ist. Ich würde gerne lieber zwei oder auch einzelne Gegner haben. Einfach damit ich normal angreifen und Synergie sparen kann. Und natürlich auch, um das Risiko eines eventuell sterbenden Mitstreiters zu verringern. Du einmal und... Du einmal. Ich hoffe, das reicht. Bitte, bitte, bitte. Nein, es reicht natürlich nicht. Aber solange wie sie sich nicht heilen. Autsch. Ja, die Kämpfe sind mir definitiv zu gefährlich hier gerade. Bist du jetzt mal tot? Dankeschön. Und du bist bitte auch tot. Dankeschön. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt, ohne im Kampf nochmal heilen zu müssen. Ah, hätte er Garrett angegriffen, wäre es knapp geworden. Aber das ist in Ordnung so. Mann, das ist ja hier wirklich nicht einfach. Reicht das? Das reicht nicht. Und, das war keine SMS, das war die heile Garrett-Anzeige. War das. Nein, so. Tata. Manu, jetzt bin ich neugierig und will nachgucken, was mir geschrieben wurde, aber das mache ich jetzt nicht. Ich bin ja professionell, ich bleibe hier voll dabei und benutze einen Lastenheber. Ich habe Lastenheber gesagt, nicht Levitation. Ja, ich will, dass das mir hoch angerechnet wird. Was gibt es hier? Ein Wasserfall. Ein Sandfall. Warum sage ich Wasserfall? Können wir hier... Oh, hier können wir rüber. Hallo? Und die Donnerkrone. Und ich habe eben schon mal bis zu dieser Stelle aufgenommen und diese Donnerkrone angelegt, die natürlich verflucht ist. Hey, ich habe nicht Folgendes getan, ich schlauer Mensch. Ich habe die mir gegeben und habe auf Anlegen Ja geklickt, was ich nicht wollte. Ich wollte sie nur weggeben, damit Izzy in seinem Inventar ein bisschen Platz hat. Kann man hier durch? Nein. Aber ein einzelnes Vieh ist immer schön. Kadunk. Kadunk.
Und das war's auch schon. Mensch, das war einfach. Da kommt man durch. Und hier gibt es genau was? Einen Weg. Wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich der rechte. Zack, 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 zack. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was man hier machen muss. Und das sind mir definitiv zu viele. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Ah, ich hasse es, wenn man nicht wegrennen kann. Ich hasse es. Warum gibt es diese Funktion, wenn sie nie funktioniert? Danke. Ha, nee, das waren mir gerade echt zu viele. Nanu? Okay, das ist nicht weiter schwierig. Ich glaube, das sieht man schon, was man hier machen muss. Man muss natürlich diesen Weg hier vervollständigen. Miaum. Ah, wie schön. Und nun haben wir hier genau was? Ah, ich verstehe. Jetzt haben wir den Weg da drüben frei. Was uns was genau bringt? Ach, wir können jetzt darüber. Na, das ist ja praktisch. Nun frage ich mich aber, ob es hier nicht noch mehr gab. Das erscheint mir gerade ein bisschen wenig. Auf dieser Seite des Wasserfalls zumindest. Da waren gerade noch so viele Räume und so. Vielleicht habe ich da gerade einen Weg übersehen. Habe ich gerade ein bisschen Angst. Aber ich hoffe mal nicht. So, Izzy macht den und der Rest macht bitte den. In der Hoffnung, dass es reicht. Jawohl. Synergieblockade. Blablabla, ich kann nicht sprechen. Synergieblockade ist in dem Moment jetzt relativ unwichtig, wenn eh nur noch ein Gegner da ist. Dann werden wir sowieso nur noch angreifen. Und ich möchte, dass Izzy bitte ein Heilwasser auf mir macht. Schön. Dann können wir jetzt... Können wir eigentlich hier lang? Ach, da waren wir schon. Ach, was erzähle ich? Dann können wir jetzt eigentlich darüber springen und nicht diesen Umweg hier machen, aber naja, was soll's. Pass mal auf. Mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Dann wäre die Spinne schon mal weg. Und das war ein Angriff, der verschwendet war. Kräftezehrer habe ich ja auch noch nie gehört. Whatever this does, I don't know. With my beautiful English accent. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt. Solange sie nur relativ normal angreifen, ist das alles relativ, relativ. Ich könnte ja noch ein paar Mal relativ sagen. Das wäre dann relativ lustig, wenn ich relativ einfach relativ oft sage. Aber ich lasse es auch mal. Es könnte auch relativ nervig sein, oder? Also ich bin mir da nicht so sicher, aber ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das sehr nervig ist. Da wollte ich gar nicht hin. Renn! Ich bin zu doof für diesen Wasserfall. Renn, 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 renn. Warum kriegst du das nicht hin? Renn! Sag mal. Bin ich jetzt gerade zu blöd hier mit Anlauf vielleicht? Renn, 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 renn. Das muss doch gehen. Ich habe es doch eben auch geschafft. Okay, 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 okay. Ich drücke jetzt einfach nur gerade nach rechts. Miaum. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Bin ich jetzt bekloppt? Das ist so gedacht, dass man da langkommt. Da bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Ja, das war ja klar, dass das jetzt passiert. Ich ziehe mich jetzt mal strategisch zurück. Ah! Sag mal. Bin ich jetzt bekloppt oder was? Das geht nicht. Warum? Sag mal. Straight rechts. Ah! Das funktioniert einfach nicht. Warum geht denn das nicht? Ich raste aus. Es muss doch gehen. Ich hab's doch vorhin auch geschafft. Ich hab's doch vorhin auch geschafft. Manu. Naja, die nehme ich jetzt mit. Was soll denn das? Warum geht denn das jetzt nicht? Was auch immer jetzt passiert ist mit einem Angriff, dass das Vieh schon tot war. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich habe mich gerade geärgert. Aber... Hä? Aua. Wow. Warum geht das jetzt nicht? Ich verstehe. Ich versuche es gerade zu verstehen, weil ich habe das eben auch geschafft. Level 25 ist die Mindestvoraussetzung für die Endgegner. Das reicht jetzt erstmal. Also, das muss gehen. Ich schaffe es doch so knapp. Das ist ein Pixel.
Das ist ein Pixel, verdammte Sch... Was ist hier? Nichts, immer noch. Manu, ich will da nicht rein. Es geht... Oh, es geht doch. Was zur Hölle? Ey, nee, das schneide ich jetzt wirklich raus oder mache einen Zeitraffer rein. Das war ja so viel Zeit verschwendet gerade. Das ist ja unmöglich. Warum habe ich es denn nicht geschafft die ganze Zeit? Ich hätte nach rechts oben... Oh. Ich habe die ganze Zeit nur nach rechts gedrückt und hätte nach rechts oben drücken müssen. Ich schlauer Mensch. Wow, das sind jetzt... Also ich weiß nicht, bei welcher Minute ich jetzt bin. Ich werde es rausschneiden, beziehungsweise einen Zeitraffer reinmachen. Und... Also ihr seht jetzt, ich zeige euch kurz die Level einfach mal. Hier 25, 25, 25. Und Spuk auf Ivan, ich weiß nicht warum. Das ist zwischendurch irgendwie passiert. Und ich bin mir sicher, hier ist irgendwo ein Weg oder so. Jawohl. Wow! I don't get it! Ich habe es die ganze Zeit nicht geschafft, über diesen blöden Sandfall rüberzukommen und bin hier im Kreis gelaufen, stundenlang. Das ist doch echt nicht im Sinne des Erfinders. Wow, so viel Zeit vertrödelt. Jetzt sind wir hier, genau. Hier sind wir auch nur 20 Mal lang gelaufen. Hallo Monster! Ich mag dich, denn du bist alleine. Und, ach, schadet um 9. Okay, das ist jetzt nicht so viel, das kann man irgendwie verschmerzen. Ich hoffe, das geht von alleine wieder weg. Das wäre natürlich ziemlich ungünstig, wenn nicht. Okay, wir haben 3 Teile. Wir haben endlich mal wieder einen Rätselraum und nicht mehr sinnlos rumlaufen. So, wir haben das. Wir haben... Naja, das ist doch relativ easy. Ne, easy, das ist easy. Zack. Und das kommt da oben rein. Das Prinzip kennt er ja schon aus diesem einen Miniraum, den haben wir schon gemacht. Verdunk. Und jetzt hat sich übrigens auch meine Stoppuhr völlig erübrigt hier. Ich bin schon bei 23 Minuten. Würde normalerweise in 7 Minuten dann eine Aufnahmepause machen. Was ich jetzt nicht mache, ich ziehe das jetzt natürlich durch. Aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt natürlich schon, weiß ich nicht, erst bei Minute keine Ahnung wo bin. Das hat ja eigentlich nur Zeit gekostet, diesen Wasserfall da. Sandfall. Nicht Wasserfall, Sandfall. Diesen Sandfall zu überqueren. Da geht's nicht lang. Und wieder ein Haufen Spinnentiere. Das ist nicht so schlimm, aber mich nervt dieser Fluch auf Ivan. Oder Zauber oder Spuk oder was weiß ich, was das ist. Hm. Wie kriege ich das weg? Wahrscheinlich gar nicht. Hm. I don't know. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auf einmal so viel Schaden mache, dass nur noch 2 Leute angreifen müssen. Ey, der schädigt echt nach jeder Runde. Und ich weiß nicht, wie ich diesen Flug da wegkriege. Hm. Okay, einmal nach oben und einmal nach links. Gehen wir erstmal hier hin. Hier können wir noch nichts tun. Dann müssen wir wohl zwangsweise hier hin und noch weitere Monster bekämpfen. Yippee-yay. Kann dieser Fluch mal weggehen, bitte? Ich glaube, der geht nicht weg. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Schade, ich dachte, das reicht, aber tut es wohl nicht. Hm, verdammt. Verdammte Axt. Und das hat auch nicht gereicht. Wow. Manu. Das läuft hier nicht so, wie es soll. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Dankeschön. Okay, ich dachte, das verflucht ihn jetzt. Das ist natürlich zum Glück nicht so, denn wenn ich hier 2 Verfluchte hätte, dann könnte ich gleich einpacken. Hm. Habe ich vielleicht... Ich gucke gleich mal bei den Djinns. Ob die Djinns nicht eventuell... Habe ich eventuell einen Fluchheilenden? Belebt einen besiegten Freund. Ich könnte ihn natürlich mal sterben lassen. Ich glaube, das werde ich tun. Ich werde ihn sterben lassen.
weil ich hier echt keinen... Also ich habe 2 Belebungs-Gins. Das ist völlig okay. Aber mir ist noch keiner gestorben in dieser ganzen Aufnahmesession. Oh, eine Kiste. Drakoschuppen, jawollo. Das ist eine ziemlich geile Rüstung. Schutz vor Wasser und Feuer. Füllt KP auf, hebt Attacke. Geben. 245, er ist ja jetzt schon so ein Panzer. Ha. Jetzt weiß ich nicht, wem ich sie gebe. Ich gebe sie ihm. Leg sie mal an. Und die Rüstung hier, die kriegt jetzt Garrett. Ganz eindeutig. Jawohl. Ja, das bleibt jetzt so. Gibt keinen speziellen Grund dafür. Ist einfach für mich irgendwie logisch. Und was gibt's hier? Okay, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube zu wissen, was zu tun ist, um darüber zu kommen. Ich muss natürlich erstmal nach oben gucken, was da oben überhaupt ist. Und noch einen. Zacker. Hier können wir jetzt eine Psynergie sparen. Und nochmal den Lastenheber benutzen. Und jetzt müsste das rechts oben sein. Jawohl. Was ist hier? Da kommt man dann zurück. Okay, verstehe. Also unwichtig für uns. Hier unten ist nichts. Und hier geht es hier hin. Schön. Das heißt, wir haben wieder einen... Nein, wir haben einen Wasserfall dazu... Ein Sandfall. Ich sag mal Wasserfall. Einen Sandfall dazu geschalten und können jetzt da unten links hin, wo wir vorher nicht hin konnten. Und müssen hier eigentlich auch eine Abkürzung finden. Oh, da rechts oben war was. Da kommen wir bestimmt noch hin. Das sind mir definitiv zu viele. Vergiss es, wenn die alle explodieren, dann bin ich Matsch und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen bin ich da mal ausnahmsweise weggerannt und wir haben ja die Mindestanforderungen für den Bosskampf jetzt schon erfüllt. Dich nehmen wir natürlich mit. Und wir müssen Ivan dringend sterben lassen. So leid es mir tut, aber... Wir müssen das tun. Das heißt, wir müssen eh noch ein bisschen kämpfen. Oh. Okay, das ist nicht so wirklich easy, aber machbar. Ah, okay, ich hab's verkackt. Nochmal, wir müssen hier lang, da runter, da hoch, da runter und dahin, um die Kiste zu kriegen. Die Gaia-Klinge, jawohl, das läuft ja wie am Schnürchen gerade. Das ist die beste Klinge im Spiel und die kriegt natürlich Izzy. Das ist wirklich mit Abstand die beste Waffe. Geben. Die ist schlechter als das, was er hat. Deswegen behält er sie einfach. So, und dann geht es nämlich... Warum komme ich da nicht lang? Wupp. Sekunde. Okay, ich muss irgendwie da oben hin. Das heißt, ich muss so lang... Warte mal. So, da runter. Ja, ich muss da runter. Ich versuche gerade auf diesen Sandfluss zu achten. So, da hoch. Ah, ich will da lang. Okay, zu spät. Lassen wir uns nochmal zurücktragen und versuchen das Ganze nochmal. Ah, versuchen das Ganze nochmal. Da lang und da hoch. Dankeschön. Puh. Was ist rechts? Rechts. Ein Schieberätsel. Und hier haben wir was? Etwas, was wir nicht gebrauchen können. Ich hoffe, der greift jetzt Ivan an und macht ihn ziemlich schnell tot. Dass ich das jemals sagen würde. Ja, das ist die Gaia-Klinge. Ah, ich liebe sie. Ach, die ist toll. Ich mag sie. Und tschüss. Ach, ist das super. Okay, hier können wir noch nichts machen. Das heißt, wir müssen erstmal rechts den nächsten Sandfall freischalten, wie ich das sehe.
Und wir haben auch tatsächlich schon alle Items gefunden. Oh je. Oh je. Wir haben... Oh, genau, drei unterschiedliche. Das ist jetzt nicht so leicht. Moment, dafür brauchen wir einen... Der gerade muss auf jeden Fall dahin. Oder dahin. Warte mal, ich nehme mal den rechten Weg. Der gerade, dann brauchen wir so einen, dann brauchen wir so einen und dann brauchen wir einen Dein. Das geht nicht, also muss es der linke Weg sein. Da müssen wir hoch, dann brauchen wir den, dann brauchen wir den und dann brauchen wir den. Jawohl, das ist der richtige Weg. Das heißt, hier muss dieses Teil rein. Spawn hier Monster. Bin mir gerade nicht sicher. Zack. Dann muss welches Teil? Moment, dieses Teil hier. Muss dann da unten rein. Nein, das wäre falsch. Um Gottes Willen. Das stimmt ja gar nicht, was ich hier mache. Doch, das stimmt. Doch, das ist richtig. So geht's natürlich auch. Ich habe gerade um die Ecke gedacht. Ich habe gerade gedacht, man müsste den linken Weg gehen. Aber so können wir das auch hinkriegen. Und zwar indem, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe und da unten noch ein leeres Feld wäre, indem wir das dann da reinschieben und unten müsste noch ein gerades leeres sein. Ja. Machen wir das doch so. Und hinunter und hinunter und hinunter. Hier weit schieben bitte, Izzy. Weit schieben. Schneller. Schneller, Izzy. Gib dir ein bisschen Mühe. Ihr seid zu viert, um Gottes Willen. Und kadusch. Das sieht doch gut aus. Jawohl. Die Türe wäre uns dann offen und wir brauchen uns auch gar nicht weiter nach Items umgucken. Wir haben nämlich alles gefunden, was man finden kann. Und das hätten wir dann auch. Der letzte Sandfall. Ich habe nicht Wasserfall gesagt. Haha. Der wäre genau dieser da. Okay, unten geht's lang und oben geht's lang. Darum gibt's hier noch zwei Wege. Finde ich nicht nett. Aber es gibt noch ein paar Mobs. Das finde ich schon ganz okay, wenn sie denn auch mal den Ivan angreifen würden. Dankeschön. Ich werde jetzt einfach alle weiter angreifen lassen. Oh, ich liebe dieses Schwert. Das ist so geil. Zack. Und ich werde jetzt auch nur noch einzeln heilen. Und zwar nicht mehr den... So. Nicht mehr den Ivan. Der soll wirklich jetzt einmal sterben, damit der Fluch weg ist. Oh. Da springe ich jetzt nicht rauf. Das sind normale Mobs. Die könnten vielleicht uns den Ivan tot kriegen. Das wäre schon ganz super. Wenn der Fluch das nicht übernimmt. Aber mit 12 Schaden pro Runde ist das nicht so wahrscheinlich. Hm. Könnt ihr mal bitte Ivan angreifen? Das wäre super. Und so kriege ich natürlich die Viecher sofort tot. Ohne große Probleme. Es wirkt nicht auf Ivan. Warum macht ihr alle irgendwelche Spezialattacken? Greift doch einfach ganz normal an. Das wäre toll. Level 26. Ganz famos. Ah! Ich möchte mal hier rüber. Hier waren wir doch schon. Ach, hier kamen wir her. Verstehe. Verstehe. Das heißt, wir haben wieder hier die Challenge. Also mit... Vielleicht liegt es an mir oder es liegt am Gamepad, aber dieses schräge Laufen ist nicht mein Ding. Und der kriegt vielleicht den Ivan tot. Das wäre natürlich toll. Dann hätten wir das auch noch erledigt. Wir sind nämlich fast am Ende angekommen. Pardon. Kannst du mal bitte... Das wäre toll. Und diese Klinge funktioniert einfach immer. Da kann man echt machen, was man will. Da kommt man richtig einfach rüber. Und ich werde jetzt da auch richtig einfach rüberlaufen. Ah! Ich reg mich auf. Ich muss doch nur parallel. Warum kann ich nicht so schräg laufen? Ich kann schräg... Ich weiß, dass das geht.
Ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen. Moment. So geht das. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wir machen erst den da tot, in der Hoffnung, dass die anderen den Ivan kaputt springen. Gucken, ob es klappt. Natürlich greifen sie alle anderen an. Verdammt. Ivan? Nein! Oh! 512 Schaden. Was zum Henker? Wer hat denn zuerst die Ehre? Ivan hat zuerst die Ehre. Deswegen greifst du normal an. Du greifst auch normal an. Und Ivan hat die Ehre, ein Item zu benutzen. Und zwar ein Fläschchen auf Garrett. Und du greifst auch normal an. Das, ach doch, hat geklappt. Schön. Kannst du bitte auf Ivan gehen? Könnt ihr bitte aufhören, mir hier zu ärgern? Das finde ich nicht okay. Lasst mir Mia am Leben. Die ist wichtig. Ihr seid's nicht. Und Ivan gerade auch nicht. Ich sag ja, dieses Schwert funktioniert immer. Es ist der Hammer. Naja, wir kommen dem Ziel schon ein bisschen näher. Immerhin. Und dieses Schwert funktioniert einfach immer. Ach, ist das herrlich. Level 26 auch für Garrett. Zack. Garrett ist geheilt und Mia noch. So. Das ist auch von der Synergie her voll okay. Und ich glaube, wir sind fast am Ende angekommen. Ja, sind wir. Deswegen werde ich jetzt zusehen, dass hier der olle Ivan stirbt. Stirbt gefälligst. Könnt ihr bitte... Also die ganze Zeit wird hier mit super heftigen Synergien angegriffen und sobald man es mal braucht, reagiert keiner mehr. Das ist nicht nett. Könnt ihr mal bitte Ivan angreifen? Das wäre ganz famos. Möglichst bevor Izzy wieder mit seiner Gaia-Klinge total auf Rampage geht und alles tötet, was hier so rumläuft. Naja, leveln wir noch ein bisschen, ist ja auch nicht so schlimm. Lalalala, ich werde das jetzt durchziehen, denn ich möchte mit Ivan nicht verflucht dahin gehen, wo ich jetzt hingehe. Zack und zack und zack und zack. Dieser kritische Schlag gefällt mir gar nicht von den Gelen. Und natürlich ging das nicht mit auf Ivan. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Dankeschön. Es kann doch nicht so schwer sein. 2 KP noch. Das wäre es dann auch mit dir. Und ich werde die anderen vorsichtshalber mal heilen. Wir können hier richtig Heilung verbraten, denn daneben liegt ja hier ein Synergiestein. Du bist voll. Und die 2 Punkte kriegen wir jetzt auch noch weg, oder? Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hallo, Random Mob. Random Mob. Dankeschön. Und jetzt greif bitte den Ivan an und dann wäre ich ganz, ganz glücklich. Möglichst bevor du stirbst. Bitte auf Ivan. Jawohl, endlich ist er tot. Er ist nicht tot, er geht natürlich in die Knie. Das ist das erste Mal in diesem Let's Play, dass ich hier mit irgendeinem draufgehe, meine ich. Dass die KP auf 0 gehen, das ist noch nie vorgekommen in diesem Let's Play. Und dieses Mal sage ich einfach mal, es zählt nicht, weil ich schlicht und ergreifend das vorsätzlich gemacht habe, damit der Fluch weg ist. Weil ich natürlich nicht nochmal komplett durch den Leuchtturm rennen möchte. Synergiestein gefunden. Und mit diesem vollen Synergie werde ich kurz speichern. Tata. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Und da die Frames jetzt wieder abspacken, muss ich ganz kurz das nochmal laden. Und wir sehen uns... Nein, sie spacken gar nicht. Schön. Ich hoffe, ich kann jetzt wegrennen. Nein, die Frames spacken, deswegen lade ich nochmal ganz kurz wieder diesen Spielstand. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Professionell, ihr seht oben rechts den Mauszeiger. Ich möchte nur schnell hier runterrutschen und den Mauszeiger natürlich aus dem Bild nehmen. Das Finale. Endlich ist die Zeit gekommen, das Licht des Venus-Leuchtturms zu entzünden.
Wenn das zweite Licht entzündet ist, bleiben nur noch zwei übrig. Nein, Jupiter zu entzünden ist genauso, als würden wir Mars entzünden. Das ist wahr. Jupiter ist der Einzige, der noch bleibt. Stimmt, die Erfüllung deiner Träume ist nun in greifbare Nähe gerückt. Warum bist du noch immer hier, Felix? Ich dachte, ich hätte dir befohlen, zum Schiff vorauszugehen. Ich habe Jenna und die anderen bereits zum Dock in Idejima gesandt. Warum bist du dann zurückgekommen? Weil ich noch ein anderes Versprechen zu halten habe. Ein Versprechen, sagst du? Du meinst sicher Cosma. Ja, Cosma. Warum habt ihr sie noch nicht freigelassen? Ihr habt versprochen, sie freizulassen, sobald ihr Zugang zum Venusleuchtturm hättet. Und deswegen bist du wieder zurückgekommen? Ihr habt versprochen, niemanden in diese Sache hineinzuziehen, der damit nichts zu tun hat. Cosma ist etwas Besonderes. Natürlich. Weil Cosma ein besonderer Adept ist? Ihr scheint euer Wissen auf euren Wegen vermehrt zu haben. Wie meinst du das? Um jeden der Leuchttürme zu erreichen, brauchtet ihr einen Adepten des entsprechenden Clans. Jetzt haben wir Feuer-, Erd- und Wasser-Adepten, aber keinen Wind-Adepten. Das scheint der Fall zu sein. Brauchen wir Cosma, um in den Jupiter-Leuchtturm zu kommen? Es tut mir leid, Felix, aber ohne Wind-Adepten können wir ihn nicht mal betreten. Wenn das der Fall ist, kann ich verstehen, warum ihr Cosma nicht freilassen könnt. Es scheint, als hättest du auch etwas gelernt. Wenn das alles ist, dann solltest du jetzt gehen, Felix. Nein, ich kann Cosma nicht zurücklassen. Ich bringe Cosma zum Schiff. Was redest du da, Felix? Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn ihr dieses Leuchtfeuer entzündet. Ich werde Cosma nicht hier lassen, damit sie es für euch rausfindet. Wir haben dir doch gesagt, dass wir Cosma beschützen werden. Vertraust du uns denn nicht? Das habe ich nicht gemeint. Es ist dennoch am besten, auf Nummer sicher zu gehen. Sag uns nicht, was für uns am besten ist, Felix. Du nimmst Cosma nicht mit. Warum nicht? Was? Vertraut ihr mir nicht? Wie können wir, nachdem du gerade die Freilassung von Cosma gefordert hast? Wenn wir dir vertraut hätten, wäre Cosma jetzt in Freiheit. Komm mit mir, Cosma. Ich werde dich beschützen. Bereit, das zu tun, auch wenn es bedeutet, gegen uns zu kämpfen? Ich glaube, das ist er. Er würde sich uns nicht widersetzen, wenn er nicht bereit wäre zu kämpfen. Wenn es bedeutet, Cosma zu beschützen, muss ich es tun. Du hast gesehen, wozu wir in der Lage sind. Du weißt, dass du uns nicht aufhalten kannst. Wie willst du Cosma beschützen, wenn du nicht mal dich selbst schützen kannst? Diese rebellische Ader ist der Grund, warum wir dich nie kämpfen ließen. Hast du denn auf unserer Reise nicht genug Gründe erhalten, uns zu fürchten? Du bist kein Kämpfer, Felix. Wie denkst du, willst du gegen uns bestehen? Du hast uns zum letzten Mal in Frage gestellt. Lass uns sehen, wozu du in der Lage bist. Es scheint, als würden sie sich um Cosma streiten. Aber es scheint um mehr zu gehen. Es sieht so aus, als würden Saturos und Menardi Felix nicht länger vertrauen. Es sieht so aus, als wäre uns soeben die perfekte Gelegenheit in den Schoß gefallen. Jetzt haben wir die Chance, sie vom Entzünden des Leuchtfeuers abzuhalten. Jawohl! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vorwärts! Abmarsch! Ja! Wie sieht's aus mit den Djinns? Alle verbündet. Super Sache. Auf geht's! Hey, ihr da! Izzy! So, ihr seid also gekommen, um uns aufzuhalten? Sieh doch, was uns deine Aufmüpfigkeit gebracht hat, Felix. Ich brauche weder dich noch sonst jemanden, um mich zu retten, Izzy. Ich wollte gerade eben die Rechnung mit Saturos und Minardi begleichen. Ihr könnt zusehen. Und dann zeigen wir euch die wahre Macht dieses Leuchtfeuers. Aber Cosma hat damit nichts zu tun. Lasst Cosma frei. Schweig!
Du solltest nicht so vorlaut sein, Felix. Sonst werden du und Cosma leiden müssen. Wenn Cosma etwas zustößt, haben wir Pharan enttäuscht. Wir werden nicht zulassen, dass ihr Cosma oder Felix etwas antut. Aha, ihr macht euch also Sorgen um Cosma. Keine Sorge, Cosma wird nichts geschehen, wenn ihr unsere Bedingungen erfüllt. Was hast du vor, Saturus? Überlass das mir. Cosma, erinnerst du dich an den Stab, der mit Hesperia in Verbindung steht? Der Stab von Hesperia? Der Stab, den man braucht, um den Jupiterleuchtturm zu erreichen. Ja? Jene, die uns verfolgen, führen einen Stab mit sich. Ist es der, den ich meinte? Cosma, bleib wo du bist. Du kannst das auch von dort aus machen. Was denkst du, Cosma? Nun, Cosma? Vielleicht. Vielleicht was? Schreit sie nicht an. Wir schreien nicht. Wir wollen nur eine brauchbare Antwort. Nun, Cosma? Ihre Gedanken sind verschleiert. Ich kann es nicht klar erkennen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich jener Stab. Es wäre eine Verschwendung, sie es nochmals versuchen zu lassen. Was sollen wir jetzt tun? Kennt ihr die Bedingungen, zu denen wir bereit sind, Cosma unversehrt zu lassen? Ich denke ja, ihr wollt den Stab und dass wir verschwinden. Ihr seid schlauer, als ich dachte, wenn ihr es bereits wisst. Wenn ihr uns den Schamanenstab gebt, wird Cosma nichts geschehen. Einverstanden? Nein. Er will den Schamanenstab. Wenn ich dadurch Cosma retten kann, werde ich ihn aufgeben. Was? Aber Hammond hat ihn dir gegeben, Ivan. Ist es dir denn egal, was mit Cosma geschieht? Dann wirst du uns den Stab geben. Gut gemacht, Saturus. Endlich haben wir den Schamanenstab. Hol ihn, Felix. Warum ich? Um uns deine Loyalität zu beweisen. Mach schon, Felix. Izzy übergibt den Schamanenstab. Oh no! Was soll ich mit dem Stab tun? Bewahre ihn auf. Wo willst du hin, Cosma? Ihr habt den Stab, jetzt lass Cosma frei. Wie meinst du das? Du sagtest, du würdest Cosma freilassen, wenn wir euch den Stab geben. Das war eure Bedingung. Wir gaben euch den Stab, also lasst Cosma frei. Ihr scheint da etwas missverstanden zu haben. Ich sagte, wir würden Cosma kein Leid zufügen. Aber mit keiner Silbe habe ich erwähnt, dass wir sie freilassen würden. So haben wir nicht gewettet. Wir können auch nichts dafür, wenn ihr Saturos Vorschlag falsch interpretiert habt. Abgesehen davon, würden wir Cosma freilassen, wäre sie in arger Bedrängnis. Was meinst du? Cosma kommt niemals alleine zurück bis nach Lalivero. Was meinst du? Wir nehmen Cosma mit. Oh nein. Genau, du gehst nicht mehr zurück. Das war's dann für dich. Wie bitte? Genug, ihr seid diejenigen, die nirgendwo mehr hingehen werden. Komm schon, Welpe. Du wirst nicht lange genug leben, um deine Dummheit zu bereuen. Seid ihr bereit, den wahren Schrecken zu erleben, den euch ein meisterlicher Feueradept bereiten kann?